Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen gleich den fliegenden Wechsel. Ich mache so kleine Introduktion, kleine Einführung zu dem ganzen Thema und dann der Ron von Wehli nachher in den einzelnen Bereich hinein. Zunächst ein paar Takte zu Imbox. Es ist eine Initiative, die der Emil Wenstra, früher Vertriebsleiter bei OCE und ich beide lange Jahre im Digitaldruckmarkt zusammen gemacht haben, weil wir gesehen haben, eigentlich dieser Markt bewegt sich nicht. Man muss neue Ideen haben, man muss auch den Anwendern, die also sich Maschinen OCE, HP, wie auch immer gekauft haben, neue Ideen mit auf den Weg geben. Dazu sind wir irgendwann auf diese Platten gestoßen und darüber, was dann aus diesem Projekt geworden ist, möchte ich Ihnen ein paar Dinge dann zeigen an einem sehr konkreten Beispiel. Wir haben da zunächst einmal kurz analysiert, was ist eigentlich, oder wer spielt eigentlich bei dem ganzen Thema dann mit. Wir haben Designer und ich habe hier einige Gespräche schon am Stand geführt, wo Designer sagen, ja, wenn man hier Möbel aus Plattenmaterial, so wie es ist überall auf den Druckern hier sehen, dann einsetzen will, muss man bestimmtes Know-how haben, wie man damit umgeht, wie es nachher überhaupt gefaltet werden kann, zusammengesteckt werden kann. Es sind auf jeden Fall dann die Boards, denn da gibt es auch extreme Unterschiede, wo man also aufpassen muss, was zum Beispiel in Honeycomb, jeder spricht über Honeycomb, aber da gibt es auch deutliche Unterschiede, das wird Ihnen aber Ron nachher dann erklären. Wir sprechen über den Part Software, der halt auch sehr komplex ist in der gesamten Thematik, um nachher Designs, die ein Designer entwickelt hat, für ein bestimmtes Board überhaupt dann auch umsetzen zu können. Wir sprechen natürlich von dem entsprechenden Drucker, der auch in der Lage ist, bestimmte Dicken zu verarbeiten, bestimmte Farben auch zu bieten. Wir sprechen von dem Cutter, der notwendig ist, um ein ganzes Projekt zu steuern. Wir brauchen den Dienstleister, der in der Lage ist, das Ganze zu bedienen, umzusetzen und nachher als Endergebnis dann auch zu verkaufen. Und natürlich dann den Endkunden und die Agentur. Und wenn wir auf den Messen hier jetzt oder auf anderen Messen gesehen haben, was alles mittlerweile mit den Pappboards, um das mal so zu sagen, dann gemacht wird, fragt man sich natürlich, warum das Ganze noch nicht weiter eigentlich vorangebracht worden ist. Und dafür ein paar Ideen dann heute, was also machbar ist. Dann einmal von, wie gesagt, mir und dann von dem Ron dann dazu. Imbox, wir haben uns als Initiative entschieden, diese ganzen Bereiche zusammenzubringen. Das heißt, egal wo Sie sich zum Beispiel wiederfinden, ob das jetzt Board ist, ob das Drucker ist, ob das Cutter ist, dann können Sie über diese Initiative Imbox einfach Erfahrungen von uns bekommen, Ideen von uns bekommen und wir wollen das Ganze zu einem Netzwerk entsprechend ausbauen. Zu dieser Thematik halt Board und da sehen Sie schon den Unterschied. Erstmal auf den ersten Blick wird es nachher dann der Ron was da sagen. Ich habe vor einiger Zeit in einer anderen Position mal einem Mitarbeiter gesagt, hier, da liegen so ein paar Platten rum, da ist ein bisschen Design, da ist ein Drucker, da ist eine Schneidemaschine und jetzt mach mal. Und was hat er getan? Er hat mir einen kompletten Messestand gebaut, innerhalb kürzester Zeit, auf kleinem Raum und das Ganze total sauber. Das heißt, wenn man das Ganze vergleicht mit einem Standardmessebau heute, der doch relativ, ich sag mal, schmutzig ist, wenn Sie also sehen, hier in so eine Messehalle hineinkommen, am Abend vorher, wie verstaubt das Ganze ist, ja, wo also geschliffen wird, wo gesägt worden ist und, dann ist halt die Idee, etwas ökologisch sauberer dann auch zu machen. Es geht um den Platzbedarf, muss ich Fräse, muss ich Spritzkammern und so weiter dann alles haben, was also im traditionellen Messebau der Fall ist. Ich muss die entsprechenden vielen Leute auch haben, denn wenn Sie sich vorstellen, eine Holzplatte, die von A nach B transportiert wird, die wiegt einiges, da braucht man entsprechende Leute zu. Das kann man also nicht mal eben so eine Platte nehmen, was bei den Wabenplatten oder bei den Sinuswellenplatten halt ein ganz anderer Weg ist. LKWs werden kleinere gebraucht, leichtere gebraucht dann dazu. Statt wenn Sie sehen, was hier so auf so Messegelände auffährt vorher mit den normalen Messestandardständen mit Holzplatten, das ist immens und das ist etwas, was mit Wabenplatten anders machbar ist. Auch weniger Leute. Denn wenn Sie in die VIP-Lounge drüben sehen, die Wände sehen, wenn Sie den Stand von Swap sehen, das sind Sachen, die sind in ein paar Minuten aufgebaut. Und das heißt, einfach ein Messestand ist schneller aufgebaut, er ist schneller abgebaut und ich zeige Ihnen gleich mal ein Beispiel dazu. Und natürlich kein Abfall beim Aufbau, beziehungsweise auch kein Abfall nachher nach dem Abbruch. Und da müssen wir sicher von ausgehen, das Ganze wird immer teurer werden. Das heißt, ob das Teppichboden ist, ob das Holz ist, und das Holz ist nicht einfach irgendwo in den Recyclingprozess zu geben,
sondern es muss wirklich dann entsprechend entsorgt werden. Und wenn wir also hier von Wabenplatten sprechen oder den Papierverbundplatten sprechen, dann sprechen wir auch über eine Wiedernutzbarkeit und wir sprechen darüber, dass wir eine 100% Recycelbarkeit haben. Aber ich sage nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Und das ist halt der wichtige Teil. Solange wir solche Platten und die Anwendung der Platten nur im Verbund sehen, was kosten mich die denn im Verhältnis zu Holzplatten und nicht den gesamten Prozess dazu sehen, dann passt das Ganze nicht. Das heißt, das, was wir hier nicht zeigen, aber was ich Ihnen auf dem Bild mal zeigen kann, das ist Pappe. Das sind Papprohre, die entsprechend verbunden sind, die durchaus einen kompletten Messestand dann sein können. Mit entsprechenden LEDs eingebaut. LEDs geben heute genauso viel Licht wie diese doch relativ teuren und energiefressenden Halogenlampen dazu. Sie sind als Querträger, sie sind als offene Wände genommen. Aufgebaut wird das Ganze so, man hat die Wand, man hat die Fußstücke, man setzt die Wände in die Fußstücke rein, man setzt oben das Dachstück dann rein und fertig ist die Wand. Und die kann ich bedrucken. Ja, ich habe meinen fertigen Messestand innerhalb von wenigen Minuten komplett produziert. Das kann dann sein in der Form, dass man ihn offen hat. Das kann sein, dass man eine Platte davor setzt, eine normale braune Platte, eine bedruckte Platte, was man also entsprechend tun will. Als Beispiel, und das ist das, wo wir das erste Mal das Ganze präsentiert haben, war auf der Ecoprint jetzt in Berlin. 14.20 Uhr, so sah die Fläche dort aus. Ist, wie gesagt, nur 12 Quadratmeter. Wir haben dann den Boden verlegt. Gut, das war ein bisschen länger, weil das war ein komplett neuer, auch recycelter Boden aus recyceltem PVC, verzahnt. Die waren ein bisschen neu, da müssen wir ein bisschen mehr klopfen, deswegen hat das also etwas länger gedauert. Aber Sie sehen halt, in 10 Minuten standen da die Wände und der komplette Stand war noch mit ein bisschen Plaudern zwischendurch in einer knappen Stunde dann entsprechend fertig. Abbau 17.08 Uhr bis 17.19 Uhr. Absolut sauber. Der Messeveranstalter hat gesagt, hey, das war der sauberste Platz überhaupt, weil kein Abfall dort war. Und wir haben alles weiter benutzt. Das heißt, wir nehmen also die Platten raus, die werden neu bedruckt, die werden andersrum wieder reingesetzt, beziehungsweise dann nur die Platten, weil die Rahmen entsprechend eingesetzt werden können. Das Ganze, was man dazu braucht, ist ein entsprechender Drucker, ist ein entsprechender Schneider, ist jemand, der halt sich damit etwas auskennt. Und das ist es im Prinzip. Das heißt, statt 2 Mann, die schwere Platten tragen, halt nur einen. Keine Fräse, keine Spritzkabine, keine Absaugung. Man hat absolut saubere Produktion dazu. Wenn Sie das sehen auf einer Messe, keine Farbeimer, die irgendwo rumfliegen, Rollen, die noch benutzt werden, Schmirgelpapier, das ist, um kleine Stellen auszubessern. Alles weg, hinstellen und fertig. Und wir denken, wenn dieses Thema einmal ökologisch, ökonomisch sich festsetzt und man sieht, was damit machbar ist, wie schnell das machbar ist, dass entsprechend das den ganzen Standardmessebau revolutionieren kann. Genügend Argumente für einen Umstieg. Ich hoffe zumindest, dass Sie darüber nachdenken, was also machbar ist mit Pappe und damit im Prinzip, ach ja, stimmt, Preis. Ja, mal weniger als Sie denken. Preis ist sicher einer der Punkte immer gewesen, was kostet mich die Platte im Verhältnis zum Holz? Falsche Frage, sage ich, weil die Platte im Moment aufgrund einfach dessen, dass noch weniger Nachfrage ist als Holz, die Platten einfach teurer sind. Aber wenn Sie den gesamten Prozess durchrechnen, sprich weniger LKW, leider weniger Leute, andere Maschinen dann dazu, wird das Ganze nicht nur ökologisch, sondern entsprechend auch sehr interessant vom monetären her. Bei den Wänden, auch nur mal, um eine Idee zu geben, wenn man eine 2,50 Meter hohe, 1,50 Meter breite Wand nimmt, dann kostet so ein Rahmen, komplette Wand, im Moment 165 Euro. Im Moment, das sind noch Einzelproduktionen, es wird demnächst in die Produktion gehen und dann wird entsprechend, werden diese Preise dann auch sinken. Die Idee ist, dass Dienstleister, sprich Messebauer, Druckdienstleister, die Rahmenelemente geliefert bekommen. Sie können die von der Höhe, Sie können die von der Querverstrebung her entsprechend kombinieren und dann die Platten davor setzen. Zu deren Thema wird dann der Ron Ihnen gleich mehr sagen. Wie gesagt, weiterverwendbar, alles entsprechend ökologisch. Wenn Sie nachher Fragen zu dieser Thematik haben, ich stehe dann noch zur Verfügung und darf dann jetzt Mikrofon an Ron geben. Der wird Ihnen nämlich ein bisschen mehr noch sagen, was also an Möglichkeiten für die Platten besteht.
wo sie eingesetzt werden können, was die Unterschiede sind zwischen Honeycomb und dann den entsprechenden, wie sagst du auch immer richtig, die Sinuswelle. Ja, die Sinuswelle dann dazu, denn das ist eine Frage dann der Verarbeitung insgesamt. Ich gebe das Mikro dann weiter. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken bei Herrn Hai, dass er den Anfang gemacht hat, mal kurz auf das Thema Messebau eingegangen ist. Ich möchte eigentlich jetzt mal anfangen, um ein bisschen über das Material zu erklären. Ist schon gesagt worden, dass wir bei der World of Inspiration, dass diese ganze VIP-Lounge mit unserem Material ist ausgestattet. Auch bei uns auf dem Stand merken wir, dass die Leute, wenn die Papier sehen, zögerlich sind. Wir haben eine Brücke gebaut aus Papier und wir merken, die Leute haben wirklich Angst, über diese Brücke zu laufen. Aber wir würden hier nie eine Brücke hinstellen zum Spaß und sagen, verboten zu berühren. Es ist wirklich, um nur zu zeigen, was das Papier eigentlich aushält und dass man daraus Messebauelemente gestalten kann, die auch halten. Ich möchte mal ganz kurz auf das Thema Papierwaben hingehen. Ist schon besprochen worden, es ist eine Sinuswelle, es ist keine Honigwabe, hat bestimmte Vorteile. Generell kann man sagen, es ist natürlich Papier. Das ist ein leichtes Material. Es ist eine leichte Konstruktion. Das ist eine, ja, eine Wabenstruktur. Das ist dann noch ähnlich mit der Honigwabe. Das Thema Verklebung, was dazu kommt, wir verschrauben das nicht mit irgendwelchen schweren Metallen, sondern es wird mit Leim gemacht und demnächst machen wir das mit Ultraschall. Das bedeutet, das Produkt wird insgesamt noch leichter. Wir machen zwei Varianten. Wir machen hier links, das ist eine unkaschierte Wabenplatte, die auch in vielen Bereichen Anwendung findet, hauptsächlich in der Automobilindustrie. Hier sieht man dann die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben bei einer kaschierten Platte. Und da kommt das Thema Bedruckung und Messebau kommt da im Spiel. Nochmal kurz auf die Vorteile. Wie schon gesagt, es ist eine leichte Papierstruktur mit Hohlräumen. Es wird in so eine Struktur gebracht mit einer Sinuswelle, dass es eine hohe Steifigkeit bekommt. Wir haben den Vorteil zu einer Honigwabe, dass wir eine Stegrichtung haben. Ich kann es hier noch mal kurz zeigen. Bei uns wird das so aufgebaut, wir nehmen zwei Rollen Papier, da wird eine einlagige Wellpappe hergestellt und die wird dann aufeinander geklebt, Lage für Lage, bis ein Block aufgebaut ist. Dann drehen wir den Block 90 Grad und daraus wird eine Platte gesägt. Das bedeutet, man geht von der liegenden Welle, die man eindrücken kann, hat man eine stehende Welle. Man kann es vergleichen mit einem Ei. Ein Ei kann man von der Seite eindrücken, aber von oben und unten wird es ein Stück schwieriger. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wie wir es auch machen. Und das bringt eine unglaubliche Druckfestigkeit und Biegesteifigkeit. Und daraus kann man dann auch Messestände bauen, die nicht einstürzen, weil es aus Papier ist, sondern weil es in so einer Form gebracht ist, dass es auch hält. Ein weiterer Vorteil ist natürlich einfache Verarbeitungsmöglichkeiten. Metall braucht man spezielle Säge. Papier kann man mit einer Holzsäge machen. Man kann es mit einem Cuttermesser machen. Ist überhaupt kein Thema. Man kann es mit einer Fräse machen. Man kann es eigentlich mit allen Maschinen kann man das Material bearbeiten. Herr Hai hat es schon mal kurz erklärt. Das Gewicht ist ungefähr ein Zehntel von einer OSB-Platte oder einer Spanplatte. Die haben alle ungefähr die gleiche relativ hohe Gewichte. Und man braucht nicht überall diese hohen Gewichte. Man braucht auch nicht überall massives Material. Man braucht kein Vollholz. Man braucht manchmal nur das als zum Beispiel Kernmaterial. Man kann immer noch eine dünne Holzplatte an beide Seiten ranmachen und kann trotzdem da noch eine Schraube reindrehen. So insoweit, massives Material braucht man nicht mehr, weil das bedeutet, er muss wieder ein Baum gefällt werden. Das hier ist Recyclingmaterial. Das bedeutet, am Anfang wird ein Baum gefällt, aber wenn irgendwann ausreichend im Kringlauf drin ist, dann kann der Wald auch nachwachsen. Ein Wald brauchen wir letztendlich auch noch zum Atmen. Papier hat von sich aus zwei Nachteile. Es brennt und wenn es nass wird, geht die Steifigkeit raus. Und das sind eigentlich zwei Genen, die Papier hat, die man eigentlich versuchen muss auszumerzen. Das ist an sich eine große Herausforderung. Wir haben eine Möglichkeit, dass wir im Nachhinein das Material imprägnieren mit einem B1-Material. Das haben wir hier auch auf dem Messestand gemacht, weil sonst natürlich Schwierigkeiten wegen Brennbarkeit. Da gibt es bestimmte Bestimmungen, die man einhalten muss. Aber wir haben mittlerweile Material, die das
ja, die das aushalten. Und das bedeutet, man kann jetzt auch auf Messen in aller Ruhe einen Messestand aufbauen aus Papier, ohne dass sie sagen, man muss 10 Feuerlöscher hinstellen und der Feuerwehr muss alarmiert sein. Das ist auch, oder gehört ja zu der Vergangenheit. Nochmal ganz kurz zu das Thema Befestigungstechniken. Früher hat man eigentlich immer einen Rahmen gemacht und da kam dann diese Wabenplatte rein. Aber das bedeutet, man ist immer daran gebunden, dass man die Schraube nur in diesen Umkreis reinmachen kann. Heutzutage gibt es Klebedübel, es gibt Schrauben mit einem grobes Gewinde. Das bedeutet, man kann auch viel leichter Materialien aneinander machen, ohne dass es ständig verklebt sein muss. Und das bedeutet, man kann eigentlich in einer Platte frei irgendwo eine Schraube ranbringen oder irgendwas darauf aufhängen. Das ist auch eine weitere Technik, die es vor ein paar Jahren nicht gab, aber die ist, denke ich, seit 1,5 Jahren gibt es auch diese Möglichkeit, wodurch das Thema Einsatz von dieser Platte immer größer wird. Ich möchte hier nochmal kurz ein paar Möglichkeiten zeigen, weil man kann natürlich viel erzählen, aber ich will hier nochmal kurz zeigen, was man eigentlich schon mit diesem Material bei Möbel und Inneneinrichtungen und auch bei Events und bei Messebau alles eingesetzt hat. Das ist gerade schon gezeigt worden, da kann ich auch ganz schnell weitermachen. Das hier ist ein Regalsystem, komplett aus diesem Material, es ist eine kaschierte Platte. Das wird gefräst oder geschnitten und dann hat man ein Stecksystem und dann wird zusammengesteckt. Ich sage mal in 1-2 Minuten erledigt und man hat ein komplettes Schranksystem, ohne dass man dann mit der Bohrmaschine oder weitere Bearbeitungsmöglichkeiten noch ran muss. Das hier ist eine Inneneinrichtung für einen Spielzeugladen gewesen. Das ist auch mit dem Material ausgestattet. Das hier ist nochmal eine Sitzgruppe, wo Leute auch immer ganz zögerlich sich draufsetzen, weil die denken, es stürzt ein, aber da braucht man keine Bange. Wenn man es in die richtige Form bringt, dann hält es ganz, ganz viel aus. Hier ist auch nochmal ein Stuhl, wo wir auch selber feststellen bei uns auf dem Messestand, dass Leute entweder nicht oder ganz zögerlich sich ganz langsam hinsetzen. Aber wir haben schon festgestellt, da hat schon jemand mit 140 Kilo drauf gesetzt und es ist nichts passiert. Und ich behaupte mal, das Doppelte geht auch noch und dann passiert auch noch nichts. Das ist nochmal eine andere Möglichkeit, wo man sehen kann, man kann einen Tisch machen, man kann eigentlich einen Couch machen, einen Zweisitzer-Couch. Man kann auch einen Dreisitzer-Couch machen, 3 Leute drauf, passiert nichts. Das war auf der Bodylook, das war vor einigen Jahren in Düsseldorf. Das waren die Zoom-Messe, da ist ein 400 Quadratmeter Stand ist komplett ausgerüstet mit unserem Material. Das bedeutet, nicht nur de Inneneinrichtung, Sitze, Tische, auch das ganze Wandsystem. Damals war noch ein anderes Wandsystem, aber ist komplett mit dem Material gemacht. Das sehen Sie auch auf dem zweiten Bild. Hier können Sie sehen, komplette Wandsystem. Auch kann man sehen, die Platte kann man dann im Nachhinein bedrucken. Alles kein Thema. Und es waren natürlich dann verschiedene Stände. Es war nicht ein Stand mit 400 Quadratmeter, sondern es waren dann kleinere Stände, die man dann gemietet hat. Aber insgesamt war die ganze Fläche 400 Quadratmeter, die mit dem Material ausgestattet waren. Das war eine Messe in Österreich, in Dornbirn. Da kann man sehen, man kann damit Häuser bauen. Das war noch in der Messehalle. Das war noch nicht wasserresistent. Aber es ist nur mal, um zu zeigen, was man eigentlich für Konstruktionen bauen kann. Wo man hier vielleicht, wenn man es aus Vollholz hat, ist man vielleicht mit 6, 7, 8 Leute und ein Hisskran und noch mehr so ein Hubwagen ist man dann im Einsatz. Und das hier, das kann man eigentlich mit ein paar Leuten, es ist relativ leicht, kann man solche Konstruktionen schnell aufbauen und natürlich auch wieder abbauen. Und man muss auch keine Gedanken haben, dass es dann irgendwo nach 2, 3 Tagen einstürzt, weil die Konstruktion ist so gewählt, dass es auch hält. Das ist noch de Ecoprint in Berlin, das war vor einigen Wochen. Hat er hij schon gerade gezeigt. De Boden ist nicht aus Papier, aber alles andere ist aus Papier gemacht. Das ganze Wandsystem, die Tische. Und man kann es immer, wenn es schön bedruckt ist, macht es auch was her. Aber man kann es wirklich aus diesem ökologischen Material zeigen. Das ist nochmal ein Stand auf der Fachpark. Da waren wir vor 2, 3 Wochen.
Wir haben das auch hier, wir haben auch hier wieder einen Stand, wo wir gesagt haben, es ist immer gut zu zeigen, welche Möglichkeiten dieses Material hat. Und deswegen ist der komplette Stand auch aus diesem Material aufgebaut. Können Sie hier nochmal sehen. Das war eine Messe Cosmetica. Ein Vorteil von unserem Material ist, dass man kann relativ groß bauen, auch mit großes Volumen. Es wirkt ganz massiv und in Wirklichkeit ist es sehr leicht. Trotzdem hat man wenig Material eingesetzt und trotzdem wirkt es irgendwie nach, es wirkt nach irgendwas. Man macht natürlich eine verschiedene Farbe dran, aber ansonsten wirkt es wirklich wie eine sehr stabile Konstruktion. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Da gab es bestimmte VIP-Zelte. Und die VIP-Zelte die müssen ausgestattet werden mit natürlich Sitzbänken, wo man sich ransetzen kann und was essen kann. Und das Ähnliche sehen Sie auch hier. Das haben wir hier auch noch bei Learn and Lunch. Ist im Prinzip das Gleiche. Und es ist komplett aus dem Material. Und da können auch 5 Leute drauf sitzen und das hält. So, das ist auch kein Thema. Hier haben wir noch ein Beispiel, das ist eine Theke. Die Theke haben wir auch noch bei der World of Inspiration gezeigt. Dort im Küchenbereich. Man kann hier sehen, wenn man bestimmte Teile eine Farbe gibt, dann wird es auch wie ein bisschen aufgelockert. Hier haben wir es komplett weiß gelassen. Aber wie gesagt, es ist komplett aus dem Material aufgebaut. Es muss nicht irgendwie massiv hol sein, es muss keine MDF-Platte sein. Das kann man mit 2 Leuten, kann man das hochheben, irgendwo anders hinstellen. Da müssen nicht 4 Leute aufgerufen werden, die irgendwie das Ganze dann einen Meter verschieben. Das ist nochmal ein Bild, was jetzt noch läuft. Das ist ein Event, der Mineralia in Freiberg. Und das ist auch, wie Sie sehen, es sieht sehr massiv aus. Und trotzdem ist es mit unserem Material sehr leicht. Man würde sofort nicht erkennen, dass es mit unserem Material gemacht ist. Aber man kann es hier oben erkennen. Da sieht man noch die Wellen an der Seite. Aber ansonsten, ich zeige ja noch ein Bild, da sehen Sie es von vorne. Es wirkt an sich sehr, ja, sehr gut aus, auch sehr edel. Und trotzdem ist es mit diesem Material sehr leicht gebaut. Und das war auch der Grund, warum Sie sich dafür entschieden haben, um das Material einzusetzen. Und Sie können auch sehen, man kann auch relativ hoch bauen. Und trotzdem ist es leicht. So, man muss nicht irgendwie Bedenken machen wegen Statik oder dass die ganze Konstruktion hält. Es ist komplett aus dem Material dann aufgebaut. Das haben wir nochmal für Galeria Kaufhof gemacht. Was Sie da im Hintergrund sehen, das ist kein Holzwand, sondern das ist eine Platte von Schwab, wo direkt drauf gedruckt ist. Das ist keine Folie, das ist direkt mit einem Flachblattdrucker dieses Holzdesign drauf gedruckt. Und man kann es kaum erkennen, man denkt, das ist irgendwie ein Holzwand. Eine andere Möglichkeit ist nochmal im Bereich Display. Das sind natürlich relativ einfache Displays, aber es ist nur mal, um zu zeigen, welche Möglichkeit man mit dem Material hat. Hier kann man auch ganz viele Sprühdosen oder Getränkedosen draufstellen. Das ist nicht nach einem Tag, biegt das durch und nach 2 Tagen fällt es auseinander. Mit diesem Material und mit dieser Platte hält das auch eine ganze Aktion, die man dann im Geschäft auch durchführen möchte.